Wir helfen da, die Flüchtlinge heimatnah unterzubringen, nicht in Afghanistan, sorgen dafür, dass sie da gut versorgt sind und dass sie, wenn dann sich die Lage entspannt hat oder vielleicht die Taliban irgendwann mal wieder weg sind, dass sie dann auch zurückkehren können. Aber wir können nicht alle nach Deutschland aufnehmen. Warum nicht? Weil wenn sie dort schon Geld bezahlen, dann kann man es ja in Deutschland auch bezahlen. Nein, weil wir keinen Platz mehr haben in Deutschland. Also auf der einen Seite gehen wir auf die Straße und sagen, wir haben keinen bezahlbaren Wohnraum mehr, und auf der anderen Seite wollen wir noch, ich weiß nicht, wie viele aufnehmen. Wir haben 2015 so viele Menschen aufgenommen wie kein anderes Land, zu der Flüchtlinge sind, und wir sehen die Auswirkungen. Wir sehen die Belastungen in den Sozialkassen, wir sehen die Belastungen auf dem Wohnungsmarkt, wir sehen die fehlende innere Sicherheit, die steigenden Kriminalitätsraten. Das wollen und können wir Deutschland nicht mehr zumuten. Wir möchten den Menschen aber helfen, aber bitte vor Ort, nicht mehr bei uns. Ja, es sind halt schreckliche Bilder, die da rumgehen. Und mir, ja, es gibt also schreckliche Bilder auf der ganzen Welt, aber wenn Deutschland das Kind kann über die Mauer nicht geben, überall, ja. Und das muss doch schrecklich sein. Da natürlich, kann man doch natürlich sind das schreckliche Bilder, aber Deutschland kann nicht überall, wo schreckliche Bilder auf der Welt herrschen, helfen, indem man die Leute nach Deutschland auch. Wir sind ein kleines Land. Wir müssen auch leistungsfähig bleiben. Und dann sagen wir halt, wir helfen gerne, aber bitte vor Ort.